Jo, liebe Leute, schönen guten Tag. Die Spoiler zum One Piece Kapitel 915 sind draußen und ich habe mir gedacht, heute werde ich die euch mal richtig knackig vorlesen und danach habe ich einen Gast, Leute. Ja, seit langer Zeit habe ich mal wieder hier eine Kooperation mit dem guten Myrolox in der Videobeschreibung verlinkt. Wir werden dann über das Chapter nochmal richtig knackig reden und es analysieren. Sind schon die detaillierten Spoiler draußen, also wissen wir eigentlich theoretisch schon alles, was passiert im Chapter. Morgen kommt aber der visuelle Teil raus und dann werde ich abends natürlich wieder streamen. Seite zu den Spoilern ist in der Videobeschreibung verlinkt. Ich würde sagen, wir fangen an mit den Spoilern, Leute. Ich wünsche euch viel Spaß. Los geht's. One Piece Kapitel 915. Der Titel lautet Stadt der Beamten, wo ja Otama auch hin entführt wurde, wo ja auch Hawkins, Hold'em und Speed plus 30 andere Smile-Nutzer versammelt sind in der Stadt der Beamten. Und so lautet der Titel. Auf der Coverpage sehen wir wieder Bellamy und dort steht, dass er sein Piratendasein aufgibt und nun gefärbte Sachen verkauft. Und zwar arbeitet er dort jetzt Bellamy mit einem alten Mann zusammen und einem kleinen Kind und die malen Jolly Rogers. Und der alte Mann schlägt ihn, sobald er einen Fehler macht. Also hat er jetzt sein Piratendasein aufgegeben? Also ist er jetzt eigentlich nicht mehr in der Allianz von Ruffy? Das ist eine andere Thematik, Leute. Das besprechen wir am Ende nochmal kurz. Das Chapter beginnt in der Beamtenstadt. Und zwar findet dort ein Sumo-Turnier statt. Urashima, der Typ, der vor zwei Kapiteln Kiko angemacht hat, also dieser große, dicke Sumo-Ringer, ist dort zusammen mit einem Mausgifter, dem Nutzer einer Maus-Smile. Dieser empfiehlt ihn, sich Kiko mittels Gewalt eigen zu machen. Also dieser Maus-Heini, der empfiehlt ihn das einfach mit Gewalt, sich daran zu machen. Da dies als Nachfahre eines Samurais sein gutes Recht wäre angeblich. Urashima wirft daraufhin sein Essen auf den Boden, eilt daraufhin zum Besitzer des Gasthofes und verlangt, dass er sein Waschbär, den er als Haustier hält, als Gericht zubereiten soll, weil Urashima Waschbären mag zum Essen. Leute, was für ein komischer Typ. Ist bestimmt auch irgendwie so eine Mythologiengeschichte, glaube ich. Tama, also das kleine Mädchen, wird daraufhin zu einem Hauptdarsteller, also einem Headliner gebracht. Diese Hauptdarsteller von Kaido sind alle auf dem Niveau von Hawkins circa, also rein rangtechnisch ist Hawkins auch ein Headliner und X-Drake auch. Und dort wird Tama jetzt hingebracht, und zwar zu Hold'em. Diese hat eine Löwensmile und ließ Tama aufgrund ihrer Fähigkeiten entführen. Und viele dachten am Anfang, das wäre Absalom, weil man hat nur dieses Gesicht gesehen und das war halt ein Löwe. Und dieser Hold'em hat halt eine Löwensmile. Aber nicht, dass er sozusagen Löwe ist. Das sehen wir, diese Smile-Früchte sind komplett anders. Darüber reden wir gleich nochmal. Hold'em ordnet daraufhin seinen Untergebenen an, ihre Backen zu kneifen. Wir wissen ja alle, die kann ihre komischen Mochi-Klöße aus ihren Wangen rausreißen und wahrscheinlich deswegen irgendwie. Ruffy, Zoro und Kiko kommen am Stadttor an. Ruffy ruft natürlich sofort laut, dass er hier ist, um Tama zu retten. Doch Kiko hält ihn auf. Einige Ronin, also einige Samurais, wurden durch Ruffys Gebrüll angelockt. Aber Leute, werden durch Ruffys Königshaki direkt ausgeschaltet. Und das finde ich richtig knackig und richtig geil, dass endlich wieder Königshaki am Start ist und dass es auch einsetzt, gekonnt. Und ich bin gespannt, wie das morgen visuell im Chapter aussieht. Im Zentrum der Stadt kommt ihnen ein Sumo-Ringer entgegengeflogen. Es gibt nämlich ein Turnier, wo jeder 500 Goldstücke verdienen kann, der in der Lage ist, Urashima umzustürzen. Dieser aber bemerkt Kiko sofort und ist davon überzeugt, dass sie hier ist, um seine Frau zu werden. Was natürlich seine weiblichen Fans verärgert. Er befiehlt, einen seiner Schüler, Kiko, zu ihm zu bringen. Kiko will sich hinter Zoro verstecken, weil sie natürlich nichts von diesem Fettsack will. Allerdings ist sie ja viel zu groß. Sie ist ja knapp 3 Meter oder über 3 Meter groß. Und auch Zoro unternimmt gar nichts. Weil diese Schüler, also diese Samurai, die ja nur so einen kleinen Tanga anhaben, die will er nicht angreifen. Also er will keine nackten Männer schneiden, so wird es gesagt in dem Chapter. Wahrscheinlich, weil sie unbewaffnet sind und einfach nichts anhaben als Schutz und einfach, weil das dann nicht so viel Ehre beweist, wenn man einfach so nackte, unbewaffnete Männer angreift. Weshalb Kiko einfach ergriffen wird. Urashima spielt sich daraufhin auf, dass es unter seiner Gnade fällt, wer hier unter den einfachen Bürgern oder Dienern lebt oder stirbt. Also er hat die Macht über ihr Leben sozusagen, das will er eigentlich damit sagen. Doch als er Kiko in seinen Armen schließen will, zieht sie ihr Schwert und schneidet ihm den Haarknoten hinten ab. Als Cliffhanger ist Ruffy einfach begeistert, weil es jetzt wirklich interessant wird, weil dieser Urashima sich nun mal als Übergott dort aufspielt und dann wird ihm der Haarknoten abgeschnitten und der Haarknoten gehört zur Tradition und ist, glaube ich, so einem Sumo-Ringer schon ziemlich wichtig. Und deswegen wird es da jetzt richtig knallen. So, Leute, das waren die Spoiler zum One Piece Kapitel 915. Jetzt habe ich die guten Myrolox dabei und erstmal die Frage an dich. Wie fandest du die Spoiler? Also ich fand die Spoiler zum Teil sehr, sehr gut. Der andere Teil war aber auch relativ classic. Also viele Elemente waren schon relativ klar vom letzten Chapter, wo Lore dann zum Beispiel gesagt hat, die sollen jetzt bloß keine Unruhe machen. Und dass jetzt zum Beispiel in den Spoilern thematisiert wird, dass Ruffy natürlich wieder rumschreit und darauf sich aufmerksam macht, das ist klar, das ist halt classic, das ist nichts Besonderes. Dass er aber zum Beispiel Königshaki wieder einsetzt, dass wir weitere Teufelsfruchtnutzer sehen und dass jetzt das Ganze so ein bisschen in Gang kommt, das fand ich auf jeden Fall enorm geil, deswegen, es war ein gutes Spoiler, würde ich sagen. Ja, fand ich auch. Das Ding ist, das Königshaki-Battle da, also wo er es eingesetzt hat, das war meiner Meinung nach das Highlight. Weiß ich nicht, der Cliffhanger letztendlich, dass Ruffy begeistert ist und das alles so interessant findet und so, find ich jetzt ein bisschen lame. Hätten sie lieber irgendwie, dass Hold'em aus seinem Haus da rauskommt oder sowas und vor ihm steht oder dass Hawkins, weil Hawkins ist ja auch in dieser Stadt, dass der gar nicht gezeigt wurde jetzt oder dieser andere Speed.
weiß ich nicht, vielleicht wollen sie sich das noch, will Oda sich das noch ein bisschen so, ja, will das noch ein bisschen so in der Hinterhand haben, weißt du, was ich meine? Dass jetzt erstmal Holdem so, also Holdem scheint richtig stark zu sein und dieser Speed auch, die sind ja alle so auf dem Level von Hawkins. Und da ist die Sache, dass er eine Löwensmile hat, da kann man auch wieder in Frage stellen, gibt es eventuell noch mehrere Löwensmile-Nutzer, weil wir, anscheinend gibt es mehrere verschiedene Smile-Nutzer, also mit der gleichen Frucht, weil wir haben schon einmal, auch im Manga haben wir gesehen, so einen Typen, der eine Fledermaus-Smile hatte und das war auch ein Gifter und jetzt haben wir wieder einen gesehen, der anders ist, also scheint es wahrscheinlich die gleichen zu geben. Jetzt auch mit der Maus-Smile ist auch wieder ein gutes Beispiel, da haben wir nämlich auch einen gesehen schon. Ich weiß nicht, ob es nur Anime-Only ist, aber auch ein Maus-Smile-Nutzer mit so riesigen Ohren, den haben wir auch schon gesehen, im Anime weiß ich zumindest, im Manga weiß ich nicht genau, aber sind jetzt alle mit der Löwen-Smile so krass wie Holdem, wenn er krass ist, wir wissen es ja nicht mehr bestätigt, weil diese Löwen-Smile, die er hat, das ist auch bei den Giftern immer so, die haben alle ein Tattoo irgendwo, so scheint es zu funktionieren, ich glaube, wir kriegen noch eine Erklärung, eine genauere, aber die haben irgendwo ein Tattoo, was so ein bisschen nach dem Muster, nach dem Fellmuster oder nach dem Panzermuster des Tieres dann irgendwie so aussieht und da kommt dann immer das jeweilige Tier raus, mehr oder weniger. Also wir haben es gesehen einmal, dass bei Sheepshead zum Beispiel die rechte Hand von Jack, dass dort auch so Hörner rauskamen aus den Tattoos und sonstiges. Und bei Holdem ist es so, dass der einen eigenständigen Löwenkopf hat, also einen Löwenkopf, der seine eigene Persönlichkeit hat und der sogar Holdem in diesem Chapter jetzt 915 angreift, also in seine Eier beißt anscheinend. Und der hat einen eigenen Willen, wo der jetzt rauskommt, er sieht aus wie eine große Gürtelschnalle. Ob der Löwenkopf auch aus der Gürtelschnalle rauskommt, weiß ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass er aus der Hand rauskommt, der Löwenkopf oder sonstiges. Aber die Smile-Früchte scheinen irgendwie komisch zu funktionieren, ne? Ja, also die Smile-Früchte sind halt alle so ein bisschen. Also man dachte ja schon, ey, wie krass ist es, dass man überhaupt Teufelsfrüchte 1:1 produzieren kann und diese dann genauso stark sind. Aber jetzt, denke ich, sieht man auch, dass die halt einfach starke Einschränkungen. Also es wirkt, der Ausdruck ist doof, aber es wirkt halt einfach so wie eine Krüppelform von den normalen Teufelsfruchtnutzern. Und ich meine, die haben halt die ganz normalen Fähigkeiten. Wir haben im letzten Chapter dann auch gesehen mit der Fledermaus, was du auch eben gesagt hast, dass sie zum Beispiel 6-mal so gut hören kann wie ein normaler Mensch oder die Gazellen-Smile-Frucht, dass man da halt schneller laufen kann und sowas. Das heißt, es bietet wirklich auch Fähigkeiten. Also diese Früchte sind auf jeden Fall nicht schlecht, aber ja, irgendwie wirkt das nicht so ganz koscher. Also ich weiß nicht, die Teufelsfrüchte scheinen irgendwie ein bisschen besonders zu sein. Und da kann ich mir auch gut vorstellen, dass zum Beispiel bei einer Löwenfrucht oder so, die ja vielleicht auch ein bisschen stärkeren Eindruck macht als zum Beispiel eine Maus-Smile-Frucht, dass es da vielleicht noch mehr Probleme mit gibt. Ja, das Ding ist, aber ansonsten muss man trotzdem sagen, dass die Smile-Teufelsfrüchte ein Erfolg sind. Weil überleg mal, 6-mal besser hören und fliegen dazu noch, also ist schon eigentlich ein cooles Power-Up so. Also natürlich, jetzt die Frage, können die trotzdem nicht ins Wasser? So, das wäre cool, wenn sie ins Wasser könnten trotzdem, weißt du, die Smile-Früchte. Wenn das jetzt wirklich was mit der, ja, mit dem Teufel und der See und so zu tun hat, oder so wird es ja komisch erklärt. Ich glaube, so wurde es irgendwann mal von Lissop nochmal erwähnt. Und bei denen, die sind ja wirklich nur künstlich gemacht. Da gibt es ja, glaube ich, dieses Übernatürliche mit dem Teufel nicht, das weiß ich nicht, ob das auch mit der Seele der Teufelsfrucht oder so, vielleicht kann man auch mehrere Smile-Teufelsfrüchte essen, weiß man auch nicht, weißt du? Ja, das ist eine gute Frage, auf jeden Fall. Also, es ist interessant zu sehen, aber ich meine, natürlich ist es ein Power-Up, weil ihr müsst euch überlegen, wenn man irgendeinen Schwachen einfach eine Teufelsfrucht gibt und dann hat er zum Beispiel diese Fähigkeiten, die wir eben genannt haben, ist das natürlich ein Power-Up und eine Stärkung der eigenen Armee quasi. Aber ich weiß jetzt nicht, ob man denen so den Fokus geben will, dass die jetzt wirklich unter Wasser schwimmen können, also dass sie schwimmen können und so, weil dann müsste man das halt wirklich nochmal thematisieren und das scheint mir im Wano Kuni nicht so der Fall zu sein, dass da jetzt der Fokus drauf gelegt wird. Aber es wäre auf jeden Fall auch cool, wenn die natürlich mehrere Früchte essen könnten, wäre das natürlich auch nochmal ultra geil, weil dann ist relativ klar, dass da wahrscheinlich irgendwann mal so ein Typ kommt, der einfach so 5 Smile-Früchte gegessen hat oder so. Ja, oder wie Kaido eventuell, 100, das wäre auch krass, wenn er nur wegen 100 Bestien so, weißt du, 100 Teufel, na, weiß man nicht, aber wäre krass. Ja, ansonsten, was gibt's in dem Chapter noch großartig zu sagen? Es ist halt echt ein kleines Chapter, also vom Geschehen her, Ruffy, die stehen immer noch vor dem Tor, das waren sie im letzten Chapter schon, jetzt gehen sie, weiß ich nicht, gefühlt 3-4 Schritte rein, die Ronin kommen ja letztendlich zu ihm und er besiegt die und macht mit seinem Königshaki da ein bisschen Action. Die Frage ist, meinst du, die gehen da noch jetzt richtig rein? Das Ding ist, Kiko wurde jetzt an diesen großen Samurai da, an den großen Sumo-Ringer gerissen. Und die sind jetzt schon mehr oder weniger, die hat ja schon da den Zopf abgeschnitten und ich glaube, das wird da gut abgehen. Ja? Die Frage ist, was mit Law? Ist er schon auf dem Weg jetzt dahin? Geht das jetzt, weiß ich nicht, will er nicht Zorro und Ruffy irgendwie, will er lieber retten? Das macht ja eigentlich mehr Sinn. Aber das Ding ist, Kiko und Tama sind da und die wird Ruffy, glaube ich, nicht da zurücklassen. Und er wird da, glaube ich, jetzt auf die Kacke hauen, oder? Ja, also ich kann mir vorstellen, dass das wieder so eine typische Situation ist, dass Ruffy da hinterher rennt. Vielleicht Law sogar mit der Teufelsfrucht die Position einfach vertauscht und Ruffy wieder zurückholt, so.
um ihn quasi davor zu bewahren, und er dann festgehalten wird und sagt, nee, lass mich los, und er will halt dahin, aber ich kann mir schon vorstellen, dass Law jetzt versucht, das zu verhindern oder zumindest mitgeht, weil ich meine, das Ende des letzten Chapters war ja, dass er das verhindern wollte. Wenn man das jetzt einfach so komplett außer Acht lässt, wäre es irgendwie ein bisschen komisch, deswegen ja, bin ich mal gespannt, aber die Frage ist halt, wenn die jetzt zurückbleiben, man braucht ja irgendwie einen Einstieg, und ich finde, das ist ein guter Einstieg, um da jetzt reinzurennen, um vielleicht auf Speed zu treffen, um vielleicht nochmal auf Basil Hawkins zu treffen, und das wäre ein guter Einstieg, weil wenn die jetzt einfach so, keine Ahnung, 2 Tage warten und dann da reingehen, dann macht das irgendwie weniger Sinn, weil jetzt haben die halt einen Grund dafür. Ja, glaube ich auch, und ich weiß nicht, wenn Law noch dazu ist, ich glaube, dann haben selbst Hollem, Speed und Hawkins, die haben schon gegen Ruffy und Zoro sowieso keine Chance, aber deswegen theoretisch können sie die einfach zerhacken da, weißt du, und ich finde es nur ein bisschen schade, dass das jetzt wieder so ein bisschen zurückgehalten wird. Ja, ansonsten, was glaubst du, nächstes Chapter passiert? Immer so ein bisschen noch fragen, was passiert nächstes Chapter? Also ich glaube, nächstes Chapter wird Speed introduced, der letzte, der Headliner, der da ist, der wird, glaube ich, noch gezeigt. Und ja, was ich mir wünschen würde, wäre natürlich, dass Basil Hawking, Speed und ja, dass halt alle drei Headliner da Ruffy und Zoro gegenüberstehen, weil wir haben schon gesehen, Ruffy hat nicht mal Gear 2 benutzt, Zoro hat nur ein Schwert benutzt und die haben schon ein Leben von Basil Hawkins quasi genommen, so. Deswegen, wenn die müssen schon alle drei Headliner gleichzeitig gegen Zoro und Ruffy kämpfen, damit sie überhaupt eine Chance haben. Und dann denke ich, es wäre halt geil, wenn die sich dann direkt schnitzen. Das wäre richtig geil, aber ich denke einfach nur, das nächste Chapter wird, denke ich, Speed introduced. Das ist so meine Prediction. Ja, würde ich auch feiern. Und wenn das Ganze jetzt in diesem kleinen Dorf, in der Stadt der Beamten, jetzt wirklich alles mal ein bisschen schneller vorangeht. So, ich weiß nicht, das ist irgendwie so. Das ist zwar Wano Kuni, auf das haben wir immer gewartet, aber ich weiß nicht, irgendwie ist das so low. Man will ja, der Einstieg sehen, ne? Ist immer so ein bisschen schwierig, aber das hat man ganz oft gehabt, Leute. Whole Cake Island, auch beste Beispiel. Anfang dachte man sich, ey, was ist denn hier los? Und dann Katakuri, heftigste Fight überhaupt. Deswegen, also es baut sich einfach ein bisschen langsamer auf. Ich denke aber, das wäre jetzt zum Beispiel ein guter Punkt, um zu zeigen, dass es sich nicht so langsam aufbaut wie damals bei Whole Cake Island, wenn die jetzt wirklich direkt reingehen, direkt auf Speed treffen, direkt auf Basil Hawkins wieder treffen und nicht erst wieder zurückgehen. Das würde dann ein gutes Zeichen sein. Ja, das Ding ist, ich glaube, es liegt auch daran, dass wir da zwar Basil Hawkins haben und die anderen zwei Hauptdarsteller, also die Headliner, aber keine Katastrophe, weißt du, diese Katastrophen wie Jack oder allgemein die krassen Kommandanten von Kaido, wäre wenigstens so einer da, dann wäre das Ganze nochmal ein bisschen ernstzunehmender für uns jetzt als Zuschauer. Aber wir wissen, Ruffy fucking Snake Man und Zoro kann total noch eskalieren. Das ist nicht so eine Gefahr jetzt, deswegen ist das alles ein bisschen hingehalten. Und auch mit diesen zwei Mädchen da, mit Tama, so ein kleines Mädchen und so, die natürlich wichtig ist, die Ruffy auch schon als Freundin, glaube ich, angesehen hat und so. Aber jetzt Kiku, die Große, die auch irgendwie scheint, die kann wahrscheinlich auch kämpfen, so werden wir sehen, aber die kann man, glaube ich, nicht so ernst nehmen als Kämpferin, weil sie hätte die Pfeile nicht mal gemerkt von diesem einen Fledermausmann, weißt du, die hat Zorro dann sie ja gerettet, deswegen so krass scheint ihr Forderungshaken so auch nicht zu sein. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Schreibt mal in die Kommentare, Leute, was ihr glaubt, wie es weitergeht. Ansonsten, nächste Woche ist keine Pause, ich glaube, das Chapter kommt ganz normal wieder weiter. Ansonsten, guckt bei Mirolox vorbei, ist oben in der Videobeschreibung verlinkt. Ich bin damit raus, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, haut rein, ciao und tschüss, euer Theo.